Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Schwester Act war 1992 in aller Munde und die Leute, selbst Nonnen und Mönche, strömten in Scharen ins Kino, um Whoopi zu sehen, die eine Nachtclubsängerin spielt, die zufällig Zeuge eines Mordes wurde und nun als Nonne in einem Kloster versteckt wird. Schwester Act, dem später eine weniger erfolgreichen Fortsetzung Back in the Habit folgen sollte, ist vollgepackt mit Wortwitz und Situationskomik. Veloris stößt mit ihrer Art bei der Mutteroberin auf Widerstand und wird zum Mitwirken beim Chor verdonnert, der natürlich alles anderes als gut klingt. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel, die Musik und die Nonnen sind herrlich. Eine der Nonnen, Schwester Mary Lazarus, wird von Mary Vickers gespielt, die seit den 1940er in Hollywood vor der Kamera stand, wenn meist auch nur in Nebenrollen wie in Now, Voyager, On Moonlight Bay und der Fortsetzung By the Light of the Silvery Moon als Stella neben Doris Day, White Christmas, Cimarron und Where Angels Go Trouble Follows. Ebenfalls als Nonne Sister Clarissa neben Rosalind Russell. Jim Beaver als Detektive Clarkson ist zurzeit in der Serie Supernatural als Bobby zu sehen. Der Darsteller des Ernie, der von Vince hingerichtet wird, ist hier ohne Maske kaum wieder zu erkennen. Max Krodenschik ist sonst Star Trek-Fans bestens bekannt als Ferengi Rom in Deep Space Nine. Als Vinces Anwalt ist Michael Dorel kurz zu sehen, den man am ehesten als Donna Martins Vater in Beverly Hills 90210 kennt. Als Kellner ist Nicky Cutt kurz zu sehen, den man aus Boston Public kennt, war als Spike in Batman und Robin und als Stuka in Sin City zu sehen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.